Habe ich auch jetzt nicht gedacht, aber okay. Dann kann Feng uns jetzt wieder nach draußen bringen. Gott, ich verwechsel es immer. So rum. Ich habe mich schon gewundert, was da überhaupt ist. Ob wir das in diesem Let's Play noch schaffen, weiß ich nicht. Aber mal gucken. Denn wir werden noch viele Sachen machen. Es gibt noch diese... Moment. Es gab auf jeden Fall noch Bonus-Dungeons. Die werden wir auf jeden Fall noch machen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen schwer. Mal schauen. Und ich habe auch noch keine Ahnung, was jetzt mit den Berühmtheitskram jetzt so meint. Aber mal gucken, ob wir bis dahin alles schaffen, was für Anforderungen sie überhaupt, beziehungsweise was für Anforderungen er überhaupt hat an uns. Aber mal gucken. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter, nachdem wir eingekauft haben. Wir haben jetzt 34.000. Das ist irgendwie sad. So, davon 10 Stück. Davon kaufen wir, glaube ich, das hier 4 Stück. Die finde ich nämlich sehr gut. Energiekristalle brauchen eigentlich kaum, weil wir eigentlich schon genug Mana haben, um sogar einen langen Kampf zu überstehen. Ich glaube 30% reicht. Momentan haben wir kein Geld mehr. Sad story. Aber das ist okay. So, jetzt können wir nämlich weiter. Und dann werden wir hoffentlich die Hauptstory noch in dieser Aufnahmesession schaffen. Es sei denn, es kommen jetzt enorm viele Bosse. Dann eben in der nächsten Folge. Das ist kein Problem. Steht ja alles offen. Aber die Möglichkeit besteht. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der Kampf so wird. Natürlich müssen wir sie analysieren. Das heißt, ich kann nicht versprechen, dass wir ohne zu verlieren den Kampf überstehen. Wahrscheinlich werden wir sowieso sterben. Erstmal. Irgendwas fehlt. Geld. Natürlich fehlt auch das wichtigste Geld. So. Dreh die 3 Schwerter und zack. So, speichern. Das heißt, wir verlieren. Wobei wir landen sowieso vor dem jeweiligen Ort. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. This is just gotta be the place. Listen, I've been thinking. What if this is just another trap? That Paiga guy could still be working for Dorfa. Eh, no chance. Don't worry about it. You seem quite confident. What is your basis for such an opinion? Anyone who likes hot spring buns that much can't be bad. That is no basis at all. Well, even if it is a trap, this is the only clue we have to go on. We have no choice but to proceed. Very true. Nothing ventured, nothing gained. Listen, when we find the Bile God, don't engage it. I'll activate the Faith Drop Neo, then we should be able to get inside it. And then we find Tiara and save her. I get it. You don't have to keep reminding us. Let's go. This time, I swear. Right. We're gonna save Tiara and crush the Vile God. Jupp, genau so werden wir das machen. Okay, ich kann mich irgendwie jetzt nicht mehr an diesem Ort wenden. Es sieht auf jeden Fall dunkler aus. Deutlich dunkler. Geh weg, ich lass mal die kleinen Gegner in Ruhe. Wir gehen einfach weiter, ignorieren die Gegner. Und, ja, gehen weiter. Hier sind auch ein bisschen mehr Gegner drin. Gefühlt. So. Ist Bernard eigentlich noch im Leben? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wahrscheinlich schon. Und ich ahne schon, was kommt. Ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Na, mal schauen. Also kannst du auch noch ein bisschen
länger dauern. Aber ist okay. Hier geht's schon weiter. Lol. Okay. Sagi, I never expected you of all people to come to my rescue. It's been a while, Lady Mariana. You were taken to the human ranch for gross mismanagement. How did you get here? It's because of them. They went on a rampage at the human ranch and released all the prisoners. Of course, thanks to all the torture I endured, I wasn't able to move on my own until just recently. They saved your life then. So why would you get in their way and save me? After all, I'm the one who sent you to the human ranch. I don't blame you for that. I earned my way there through my own mistakes. The whole time I was enduring the torture, I couldn't stop thinking. I thought that if I died there and had the chance to be reborn, I would want to serve you once again. That's my only wish, Lady Mariana. I want to live to serve you and die for your sake. I see. You're quite the masochist, aren't you? That may be, but whatever I am, do you think you could forgive me and allow me to stand by your side once again? You said you wished to die for me. Yes. So you are fully prepared to die? Yes, with pleasure. Thank you. In return, you will have the honor of becoming one with me. Do you mean it? If you don't, then it most likely can't be stopped. What do you mean? Follow me. I will explain everything as we walk. Yes, ma'am. Sehr interessant. Sie will irgendetwas stoppen. Und da klingeln meine Gedankensglocken. Das hört sich irgendwie falsch an. Sie wollen eins werden. Ups, das war die falsche Taste. Geht's unten oder oben weiter? Ich vermute mal hier. Geh weg. Oh, hier geht's leider doch nicht weiter. Mist. Andersrum wird ein bisschen schwieriger. Doch nicht. Der ist so an die Ecke geklemmt, dass er irgendwie nicht mehr raus kann. Auch gut. Gut für uns. So, ein Glück gibt es hier Sprungschaden, beziehungsweise Treppen. Damit die Gegner uns nicht mehr treffen können. So. Links geht schon mal weiter. Das ist sehr, sehr nice. Next. Hallo. Hi. Oh Gott. Der steht richtig scheiße und hat mich schon gesehen. Oh, okay. Ich dachte schon, ich wäre bereit gewesen zu kämpfen. Aber wenn die nicht wollen, dann sind wir ein bisschen mehr pazifistisch unterwegs. So, dann treten wir schon auf Bomben, weil wir uns sowas von freuen. Oh. Diese... Shit! Nein! Und wieder diese Mucke. Muren. Ja, die sind... Diese Schlitztypen, es sind nur vier Gegner. Das ist schon mal ganz okay zu wissen. Mal gucken, wie viel Damage wir überhaupt machen. Okay, ein Damage. Hahaha. Okay, das war für mich doch leicht zu gefährlich. Ich weiß, ob wir es geschafft hätten. Weil dann kämen nämlich drei Gegner dran. Zwei Gegner wären noch okay gewesen, aber drei wäre doch noch zu viel gewesen. Vor allen Dingen, weil wir noch sehr nah beieinander waren.
Okay, jetzt sind, hier sind nämlich zwei Gegner. Wahrscheinlich muss ich eines davon kämpfen. Hier sind Bomben. Oh, okay. Mann, eigentlich will ich ja kämpfen. Andererseits haben wir eigentlich genug Erfahrungspunkte gesammelt. Natürlich kann ich euch noch einen Gegner zeigen. Der steht hier auch noch offen. Damit wir gucken können, was es für Gegner hier sind. Und vielleicht kriegen ein paar noch einige Level-Ups. Der steht zu weit weg. Da komme ich nicht mehr ran. Das ist traurig. Jetzt komme ich daran. Oh. Okay. Pippin kam da dran. Und hat das jeweilige Viech auch one-shottet. Das Problem ist auch, bei jedem Kampf stirbt immer irgendeiner. So. Können wir nochmal speichern. Level-Up ist nämlich sehr wichtig. Bin jetzt sehr gespannt. Der Wild God. So you found me. But what do you think you can possibly accomplish now? Und Bernard lebt noch. Das habe ich komplett verdrängt. Vile God hadn't regained his full power. But it's different now. This time I'll erase you all. Sorry, that's not happening. Harley, now. Got it. Faith drop Neo activate. No! The goddess's power again? Vile God! Destroy them! Ooh. Go now! Into the Vile God's mouth! Okay, here we go! Fools! You leap willingly to your doom. You will be absorbed and die! Huh? What's wrong? What's happening? What is this? Do they find some way to safely enter the Vile God? No! It can't be! Huh. So this is the inside of the Vile God. I thought it would be more gross. Most fascinating. It probably means that the Vile God is an organism from a dimension other than our own. Or it may not even be an organism at all. It may be a being of thought, of conceptual entity. I want to take a sample home with me. It's good that you're dedicated to your research, but please leave that for later. We have no idea how long we have in here. Oh, no worries there. The amazing faith drop is drawing from the goddess's power. There's no time limit on this one. Of course, the Vile God may do something from the outside. That's what we should be worried about more than anything. Huh? Something's coming this way! What? Argos? They're likely some sort of defense mechanism meant to remove foreign objects from the body. Think of them like white blood cells. Which means they are the enemy. So all we have to do is cut them down. Let's get this over with! Yeah, we don't have time to waste on these jerks. Let's get rid of them and find Tiara! I will waste no time. Oh lol. Jetzt schon Bosskämpfe. Ja, läuft. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie diesen Ort hier ein bisschen erkundigen. So wie bei Grandia 2 im Valmar. Aber okay. Dann nicht. Dann nicht. Das ist okay. Dann kommen eben eine Reihe von Bosskämpfen. Fang hat wenig Lebenspunkte, aber nur Fang. Das ist akzeptabel.
Also Fang kann alle drauf einmal treffen. Dasselbe gilt für Apollonius. Lola bleibt bisschen weiter weg. Ah, zum Glück nicht auf Sherman. Das ist doch fein. So, Fairwise. Und ich denke mal heilen. Ist gerade irgendwie leicht laggig. Also da hinten, also da geht es vielleicht richtig viel ab. Vor allen Dingen die ganze Dimension, es geht... Ich weiß nicht. So, da komme ich gar nicht ran. Ferris kann ich auch nicht benutzen. Schade, ich muss aber trotzdem alle angreifen. Nach und nach. Und danach kommt ein Gegner dran, nach Äffel. Ich glaube, Äffel muss angreifen. Wo fangen wir das auf jeden Fall überstehen? Okay, die kommen jetzt fünfmal hintereinander dran. Läuft. Apollonius geht auf Abwehrhaltung. Nice, auf Apollonius. Das freut mich. Ich kann Apollonius jetzt nochmal angreifen. So. Bisschen weit entfernt. Sherman muss auch mal angreifen. Dem war aber eine gute Abwehr. Die sind natürlich auch Bosse. Here we go. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so viel verschwende. Weil es sind ja nur kleine Bosse. Äffel! Los, vernichte alle! Bam! Here I come. Ich hab Skyfall. Müsste sehr viel machen. Na. Brace yourself. Schade, kein Verweis. Ich muss heilen. Sherman, bitteschön. Fang hat noch genug Lebenspunkte. Äffel nicht so viel. Deswegen kann ich auch Äffel heilen. Jetzt habe ich kaum noch. Aber wir können ein bisschen sparen. Da hinten komme ich nicht ran. Das muss sehr viel machen. Nice. Gegen Sherman mal sau nicht viel. Okay, ich treffe beide. Eins besiegt. Ich dachte schon, ich habe Explosion gelesen. Also wenn das tatsächlich die Magie gewesen wäre, das wäre schmerzhaft. So, wir haben noch die Sachen hier. Polonus hat wenig und Fang hat wenig. Ich glaube, ich mache diese Reihe. Dann profitieren alle nochmal davon. Und dann kann ich mal noch das hier machen. Auf Apollonius. Mäh. Wo ist Pippin? Pippin! Da! Ready.
Hier, Polonis. Jetzt kriegen wir auch hin. Als ob er uns noch besiegt. Wenn das passiert, dann weiß ich auch nicht. Den weiß ich auch nicht. Sieht so okay aus, also. Let us begin. So, Lola. I come. I'll do my best. Ist Pippin in der Nähe? Leider nicht. Zu weit weg. Liegt da. Komm ich noch ran? Weg. Weg mit dem Gegner. Und sogar noch sehr viele Level-Ups. Das ist sehr nice. Oh, ich bin doch hier. Nach dem Kampf bin ich doch hier. Oh, ich dachte schon immer Dauergegner jetzt. Also drei Runden dann direkt Boss. So wie bei Fang. Also bei dem Event von Fang war es richtig hardcore. Zum Glück nicht nochmal. Und ich feiere die Mucke auf jeden Fall. Und nur solche. What? Ich hoffe, hier gibt es einen Speich oder so.